Auf dem Weg zur Qualität, die endgültige Liste der 12 besten asiatischen Fahrzeugmarken für Autoenthusiasten. Der US-Automarkt wird von asiatischen Marken dominiert, weil diese sich weltweit als sehr zuverlässig erwiesen haben. Insbesondere Toyota, Honda und Mazda stehen ganz oben auf dieser Liste, ebenso wie Scotty Kilmer, ein pensionierter Mechaniker mit unbezahlbaren YouTube-Kanalvideos. Jeder möchte das beste verfügbare Fahrzeug zu einem guten Preis, Zuverlässigkeit und geringeren Wartungskosten fahren. Toyota Lexus. Toyota ist eine japanische Automarke, die für ihre Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, hochwertige Technik, innovative Technologie, hervorragende Kraftstoffeffizienz, niedrige Emissionen, Sicherheitsmerkmale und Leistung bekannt ist. Toyota verfügt über viele Modelle, die aufgrund ihrer hochwertigen Technik und leistungsstarken Getriebe und Motoren eine Laufleistung von mehr als 200.000 Meilen haben. Die Marke ist auch führend bei Hybridfahrzeugen, Elektrofahrzeugen, Limousinen, SUVs und Lastkraftwagen. Lexus ist die Hochleistungs-Luxus-Version der Marke Toyota und zeichnet sich ebenfalls durch hervorragende Zuverlässigkeit aus. Toyota steht in puncto Zuverlässigkeit an erster Stelle vor Honda und Mazda. Toyota verfügt über äußerst zuverlässige Lkw und größere Fahrzeuge. Toyota läuft ewig, mit hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Wartungskosten. Toyota hat den besten SUV, der etwas besser ist als der Honda SUV, speziell der RAV4 und CUV. Die besten Toyota-Jahre sind 2017 und 2018, die schlechtesten sind 2001 bis 2008. Honda Acura. Honda ist eine japanische Automarke, die für ihre hochwertige Technik, innovative Technologie, Zuverlässigkeit, hervorragende Kraftstoffeffizienz, niedrige Emissionen, Sicherheitsfunktionen und Leistung bekannt ist. Honda verfügt über eine fortschrittliche Technologie namens Honda Sensing, die Kameras und Sensoren nutzt, um Unfälle zu verhindern. Honda verfügt über eine große Auswahl an Fahrzeugen für ihre Bedürfnisse und ihr Budget. Acura ist die Hochleistungs-Luxus-Version der Marke Honda und zeichnet sich ebenfalls durch hervorragende Zuverlässigkeit aus. Honda ist eine großartige Fahrzeugmarke mit großartigen kleineren Autos. Sie haben gute SUVs und Trucks, aber die von Toyota sind besser, weil die Wartungskosten bei den Honda-Versionen höher sind. Insgesamt sorgen ihre Zuverlässigkeit und die geringen Wartungskosten dafür, dass Honda-Fahrzeuge ewig laufen. Mazda. Mazda ist eine japanische Automarke, die für hochwertige Technik, innovative Spitzentechnologie, stilvolles Design, Zuverlässigkeit, hervorragende Kraftstoffeffizienz, niedrige Emissionen, Sicherheitsfunktionen und Leistung bekannt ist. Mazda hat für seine Fahrzeuge zahlreiche Auszeichnungen gewonnen,
Dies macht es zu einer angesehenen Automarke mit Fahrzeugen für die unterschiedlichen Bedürfnisse und das Budget jedes Einzelnen. Mazda ist eine großartige Fahrzeugmarke und bekannt für die fortschrittliche Technologie, die in den Fahrzeugen steckt. Der SUV 2014 ist großartig. Mazda-Fahrzeuge älterer Baujahre sind nicht so zuverlässig, aber in den letzten Jahren hat sich die Qualität so stark verbessert, dass es zu den Top 3 Fahrzeugmarken gehört, die gut mit Toyota und Honda konkurrieren können. Die Mazda-Fahrzeuge mit Allradantrieb eignen sich hervorragend für Fahrten im Schnee. Hyundai. Hyundai ist eine südkoreanische Automarke, die erschwingliche Autos mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen anbietet. Hyundai ist eine Fahrzeugmarke, die mit der Zeit immer besser wird. Die älteren Modelle sind nicht allzu gut und sehr billig gebaut. Daher ist ihre Zuverlässigkeit nicht so gut. Laut Scotty neigen die Motoren dazu, kaputt zu gehen. Nissan Unendlichkeit. Nissan ist eine japanische Automarke, die Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit bietet und gute Bewertungen für Sicherheit und Leistung erhält. Nissan-Fahrzeuge werden sehr günstig gebaut, was zu höheren Wartungskosten führt. Vor allem SUVs wie der Nissan Rouge haben mit billigen Teilen und hohen Wartungskosten zu kämpfen. Ich habe meinen Nissan immer geliebt, aber ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Modelle und Baujahre möglicherweise besser sind. Aber insgesamt ist die Marke von geringerer Qualität als die oben genannten Marken. Subaru. Subaru ist eine japanische Automarke, die für ihr Allradsystem und ihre robusten, zuverlässigen und langlebigen Fahrzeuge bekannt ist. Subaru-Fahrzeuge sind nicht der beste Kauf, da ihre Getriebe nicht lange halten, obwohl sie immer besser werden. Auch bei Fahrzeugen älterer Baujahre sind Subaru-Motoren unzuverlässig. Kaufen Sie für Subaru die Fahrzeuge des neueren Jahres. Ihre Zuverlässigkeit und Qualität verbessert sich mit der Zeit. Suzuki. Suzuki ist eine japanische Marke, die für Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz, Erschwinglichkeit und Alltagstauglichkeit bekannt ist. Es ist bekannt, dass sie über hervorragende Getriebe und Motorsysteme verfügen. Möglicherweise arbeiten Suzuki und Toyota zusammen, was die Zuverlässigkeit des Suzuki-Baus verbessern kann. Mitsubishi. Mitsubishi ist eine japanische Marke, die für ihre Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, Langlebigkeit und gute Kraftstoffeffizienz bekannt ist. Es ist bekannt, dass sie über hervorragende Getriebe und Motorsysteme verfügen. Laut Scotty sind Mitsubishi-Fahrzeuge weniger zuverlässig als die oben genannten Marken und erfordern hohe Wartungskosten. Kia. Kia ist eine südkoreanische Marke, die für ihre Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, ihr stilvolles Design und ihre gute Kraftstoffeffizienz bekannt ist. Sie sind dafür bekannt,
dass sie über feine Getriebe und Motorsysteme verfügen, die eine reibungslose Schaltleistung ermöglichen. Der Kiss entwickelt sich als Marke immer besser, aber die älteren Baujahre und Modelle werden laut Scotty sehr billig gebaut und haben Motoren, die kaputt gehen. Ihre kastenförmige Form macht sie weniger sicher und neigt bei einem Unfall eher zum Überrollen. Wenn Ihnen die oben genannten Informationen gefallen und Sie weitere Informationen wünschen, schauen Sie sich unbedingt Scotty Kilmer auf YouTube an. Lieblings-YouTube-Kanal zu den Themen Autowartung, Marken und Wirtschaft. Scotty Kilmer ist eine beliebte YouTube-Persönlichkeit mit über 5 Millionen Abonnenten, da er eine Fülle von Videos über Autos und die Autoindustrie veröffentlicht, die auf seiner über 54-jährigen Erfahrung als Automechaniker basieren. Scotty macht keinen Blödsinn. Er gibt Ihnen Informationen unkompliziert und leicht verständlich. Ich liebe seine lebhafte, sympathische und enthusiastische Persönlichkeit, gepaart mit der sehr detaillierten, klaren, aber kurzen Bereitstellung unbezahlbarer Inhalte. Scottys Videos sind sowohl unterhaltsam als auch unbezahlbar. Ich bin wirklich der Meinung, dass er froh sein sollte, zu erfahren, dass er definitiv ein großes Erbe hinterlässt, aus dem andere lernen und dem sie folgen können. Scotty ist äußerst kompetent, erfahren und kenntnisreich. Er vertritt eine fundierte Position, die durch seine unzähligen Jahre gestützt wird, in denen er diese Autos sein ganzes Leben lang gewartet hat. Scotty bietet großartige Ratschläge zu Autoreparaturen und Wartung, sondern führt sie auch durch die Durchführung von Reparaturen selbst. Scotty erklärt häufig auftretende Probleme, Fehlerbehebung und Wartungstipps. Scotty verfügt über einzigartiges Wissen und Fachwissen. Sein Enthusiasmus macht seine Videos unterhaltsam und unterhaltsam. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass auch Sie seine Inhalte lieben, schauen Sie sich unbedingt die Bücher, Fernsehauftritte und Radiosendungen von Scotty Kilmer an, die ich persönlich noch nicht lesen konnte. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich diesem Video angeschlossen haben. Abonnieren Sie unbedingt die hier gezeigten Videos und klicken Sie darauf, um weitere Videos anzusehen, die Ihr Leben auf ein höheres Niveau bringen.